Es ist mir ein ganz großes Anliegen, als historisches Museum der Stadt Graz eine Ausstellung zu dieser unvergleichlichen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, des Nationalsozialismus, zu zeigen. Diese Katastrophe hat eine derartige, einzigartige Monstrosität, sodass wir nie aufhören dürfen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Der Bahn ist das Vorzeigeunternehmen der nationalsozialistischen Wirtschaft gemeint, die Deutsche Reichsbahn. Sie spielte eine zentrale Rolle bei der Endlösung, in deren Dienst sie ab Herbst 1941 über 3 Millionen Menschen in die Vernichtungslager transportierte. Mein Vater ist sehr dankbar, dass er das heute noch erleben darf, dass die ÖBB mit so viel Engagement diese pädagogisch wertvolle Ausstellung in der Stadt der Volkserhebung zustande gebracht hat. Es waren junge Lehrlinge, junge Frauen und Männer, die diese Ausstellung hier entwickelt haben. Sie haben Quellen gesammelt, versucht, einen Österreich-Bezug herzustellen. Mich hat sehr geprägt, die ganzen Interviews. Wenn du vor einem Interviewpartner sitzt, der erzählt etwas, du musst wieder nachfragen, du versuchst mehr Informationen zu bekommen und dann zum Schluss nach einem Interview kommst du erst drauf und sagst, halt, was hat er mir alles erzählt? Du versuchst das alles zu verarbeiten und dann komme ich in diese Situation, hätte ich das gleiche gemacht wie diese Person. Und dann haben sie ja so viel erschossen und meine Mann war dann oben auf der Bodenwiese, da hat er müssen dann rauf, aber nicht das Glauben, nur für die. Von den SS-ern erschossen worden. Unsere Leute auch oft da. Die Fakten hauen einen nieder, dass das so nahe war. Naja, und die Grundfrage am Schluss ist doch, glaube ich, unterm Strich, was hätte ich gemacht? Wie wäre es gewesen? Wie hätte ich mich verhalten? Naja, da gibt es Vermutungen, das muss jeder für sich selber beantworten, aber schon gut, dass es diese Ausstellung gibt, damit man die Frage nicht vergisst. Also wirklich viel daraus gelernt und auch total nette Leute kennengelernt, mit denen wir dann wirklich darüber geredet haben und sehr intensiv. Und das war wirklich sehr berührend, muss ich sagen. Also wirklich ein Wahnsinn, ja. Und wenn man sich diese vielen Artefakte, und es sind unglaublich viele Details, ansieht und ein bisschen davor verweilt, dann war eines für mich ganz besonders interessant, und das ist jenes, dass kein einziges dieser Bücher, dieser Unzahl an Büchern, dieser tausenden und zehntausenden Seiten sich mit diesem Teil unserer Geschichte beschäftigt hat. Wir wollen die Erinnerung weitertragen und während den Anfängen soll für uns nicht bloß ein leeres Wort sein. Es ist wichtig, dass wir, jetzt gibt es ja noch Zeit, sagen, also so lang ist es ja nicht her, dieser Schrecken und diese furchtbaren Geschehnisse. Und es ist wichtig, dass wir jetzt erzählen und dass die Jugend weiß, was passiert ist, dass nie mehr das Böse durch stark werden kann, dass nie mehr so etwas passiert. Das ist der Sinn der Sache.